Okay, es geht weiter. Ich habe ihn besiegt. Meine Zeit ist schlecht. 4 Sekunden schlechter. Egal, ich habe ihn besiegt. Das ist das Wichtigste. Ich habe ihn besiegt. Das war mir nur wichtig, nicht wie gegen Waffle. Das ist die größte Schande, die ich je hatte. Ich habe gewonnen. Ich glaub's nicht. Ich habe verloren. Das ist also eine Niederlage. Aber du hast mir gezeigt, dass ich noch am Ende der Fahnenstange angekommen bin. Hier ist die Belohnung für deinen Sieg. Nimm sie. Danke. Wenn du noch einmal gegen mich antreten möchtest, dann geh zur Kostbörse. Okay. Bis dann. Ja, Mann, ich hab ihn besiegt. So ist es voll. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, dass ich das jetzt übersprungen habe, denn das Rennen. Weil es war nichts Neues, die Strecke kennt man ja schon. Nur das Ergebnis zählt ja, und ich habe gewonnen. Okay, nächstes Ziel. Jetzt gehen wir zu Airedale und gucken uns das mal an. Die letzte Quest, bevor ich zum letzten Stage gehe von der Hauptstory. Dann gibt es eine Side-Story und die ist geil. Eine Welt gefällt mir am besten, die werde ich ja sowieso bald kennenlernen. Das ist eine Quest, die du anzunehmen kannst. Piratenjagd. Navara von den Himmelpiraten, die Heuler, hat mir eine Drohung geschickt. Bitte beschützen mein Vermögen der Piraten. Nostock, ja, okay. Die Himmelpiraten haben offen gedroht, dass. Die sind hier ganz schön mutig. Geh nach Norderde, ja. Also dann viel Glück. Ich brauche ein paar Pekostalle. Da war ich noch nie. Du da, bist du der Jäger, der mein Jobangebot angenommen hat? Das bist du doch, oder? Ja, da bin ich. Warum sind sie denn so hektisch? Was glaubst du denn? Ich werde alles verlieren, wenn du nicht bald in die Gänge kommst. Was? Sie sind doch schon hier. Wo sind Piraten? Oh, da bist du ja. Ein Himmelpiratenschiff? Was hängt denn da für ein großes Ding runter? Sie haben das ganze Lager inklusive meinen Waren ausgerissen und da machen sie sich nun aus dem Staub. Das gibt's doch nicht. Die hole ich vom Himmel. Keine Bewegung. Was sind das für Roboter? Niemand stellt sich den allmächtigen Heulern in den Weg. Niemand, kein einziger. Da muss ich mir mit Gewalt bannen. Okay, die sind ein bisschen komisch, die Piraten. Wieso schreit ihr so? Die Tiere. Was zur Hölle? Komm her. Ich hoffe, es kommt nicht ein zweiter. Wieso sage ich das auch noch? Lass mich durch. Verfickte Hunde hier. Der letzte von denen. Ach so, das Ziel ist es, dass ich da durchkomme. Ach so, ich sollte nicht besiegen. Na doch. Stirb mal bitte. Oder doch? Soll ich die jetzt besiegen? Okay, ich sollte die besiegen. Das hätte länger gedauert, als ich dachte. Ich sollte mich beeilen. Puhoho. Was? Wer ist das? Bruno?
bist du denn? Ich bin's, der Chef der Heuler, der allmächtige Navara. Dann hast du also diese lächerlichen Drohungen geschickt? Lächerlich? Das war ein Kunstwerk. Wir sind keine barbarischen Piraten, die alles stehlen, was nicht in Nied und Nagel fest ist. Ihr habt uns genug Zeit gewonnen, meine treuen Männer, kehrt nun mir zurück. Jawohl, Chef. Jawohl, Chef, jawohl. Oh, öffnet alle Luken, breit machen sie Feuer, ballert alles weg, was euch in die Quere kommt. Piratenpack. Na warte, ich komme jetzt hoch und ich komme jetzt hoch. Ich hole jetzt mal alle P-Kristalle, die hier rumliegen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hierher komme, deswegen. Komm. Ich darf jetzt nicht sterben. Oh, du hast es geschafft. Nanu, aber irgendwas stimmt nicht. Verflixt und zugenickt, mir bleibt keine andere Wahl. An alle Fluten, verlasst eure Posten, evakuiert das Schiff. Ei, ei, Sir. Oh je. Mein Lagerhaus. Von dem ist jetzt wohl nicht mehr viel übrig. Oh, mein ganzer Besitz. Scheiße. Wir haben alles zerstört. Egal. Haben Sie ein wenig beruhigt? Ja, ein wenig. Hier, bitte. Danke. Das Ganze tut mir wirklich leid. Schon gut, ich muss eben wieder bei Null anfangen. Das ist alles. Aber ich kann vor lauter Tränen gar nichts sehen. Schade, schade, schade. Naja. Jetzt haben wir das jetzt auch geschafft. Okay. Wir gehen mal kurz zu Barry und sagen mal, dass wir jetzt ein paar Fotos fertig haben. Wenn er das wissen will. Okay, ihnen ist das egal jetzt momentan. Dann gehe ich mal ein paar Andenken kaufen. Wenn hier welche jetzt da sind. Alles mal schnell einkaufen. Okay. Das ging ja schnell. Und sehen wir mal, was er noch so hat. Die Welt ist schon immer viel leer. Ja, alte Ziele, ich spiele die Wellen. Ja, okay, Digga. Okay. Wir haben alles gekauft jetzt. Jetzt können wir eigentlich raus. Warte, was hast du eigentlich? Dade? Passt, dann gucken wir uns die Batterie. Ja, bei dir kriege ich was, das ist gut. Erhöht Beweglichkeit um 50. Hab ich das nicht im Inventar? Doch, ich hab alles. Okay, dann gibt's nichts mehr, was ich mir holen kann, oder doch? Ich guck mal nach. Ja, okay. Danke für den Tipp. Kaufen. Jetzt komplett verarschen. Okay. Ich habe das Beste vom Besten, so gesagt. Warte. Wie viele freie Plätze habe ich? 4 Stück. Okay, da habe ich eine Idee. Um meine Chancen ein bisschen zu erhöhen, kaufe ich mir jetzt was gleich. Ja. So, damit haben wir das. Okay.
Beweglichkeit. So sieht's auch besser aus. In den Wetten, da ist auch alles gut. Okay, da habe ich bessere Chancen beim Boss. Wie viel bessere, würde ich mal sagen. Okay, ich bin Level 10. Ich könnte, glaube ich, auch ein höheres Level sein, wenn ich ein bisschen gelevelt hätte. Nächstes Ziel. Und es geht zu Laris. Letztes Kapitel. Die letzte Lösung. Wirklich letztes Kapitel, werdet ihr sehen. So sieht Laris also von innen aus. Puh, ho, 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 ho. Endlich gehört Laris mir allein. Na dann mal los. Aber wie steuert man ihn jetzt? Okay, das war mal episch. Autsch, wir haben es geschaut, wir sind drin. Dieses schwere Schiff so präzise zu steuern. Chocolate ist eine ziemlich gute Pilotin. Ja, eine sehr gute sogar. Wir müssen unser Ziel erreichen. Ortet zuerst Bruno. Er muss immer noch im Besitz des Amuletts unter der Kristallsteine sein. Holt sie euch zurück. Okay, also Bruno suchen und dann das Amulett und die Kristallsteine zurückholen. Ich sage euch, wie es weitergeht, sobald ihr das Schiff, sobald ihr es geschafft habt, okay? Alles klar. Hört euch mal diese epische Musik an. Wenn das nicht epic ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Kann ich auch irgendwie... Okay. Das ist doch auch mal eine epische Musik. Was sind das denn für Dinger? Sieht so aus, als ob sie uns in tiefer ins Innere bringen würden. Versucht mal Glück. Okay. Da kommt was. Zum Glück habe ich mich aufgelevelt. Also von Werten. Also von, dass ich mich verstärkt habe. Irgendwie tun mir die Viecher leid. Kampf vorbei. Achso, okay, ich dachte, es kommt jetzt was. Herz? Was ist denn das für ein Ding? Ekelt, ist es eklig? Und es blockiert auch noch vollständig den Weg. Vielleicht sollte ich von meinem Roboter absteigen, das mal. Ja. Klar. Der Weg gabelt sich und was machen wir jetzt? Wir teilen uns ab. Wen soll L begleiten? L geht mit mir. L geht mit mir. L? Ich gehe mit Red nach rechts. Beluga, du gehst nach links. Oh, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Pass gut auf dich auf, Beluga. Mache ich. Und ihr auch auf euch, okay? Bis später dann. Pass gut auf L auf. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part.